Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in meiner kleinen Zuckerwattefabrik. Wow, was für eine Farbkombination heute. Hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr hattet einen wunderschönen guten Tag und falls nicht, hoffe ich, dass es euch mit diesem kleinen Video ein klitzekleines bisschen besser geht. Ich würde gerne aufstehen, aber guess what? Der Pullover ist eingegangen und es ist sehr, sehr eng. Aber das ist, tut nichts zur Sache. Ich dachte, die Farbe passt heute irgendwie so ein bisschen zu dem Hintergrund, zu dem Vibe, den ich heute mit euch gemeinsam kreieren möchte. Und ich freue mich ganz doll auf die Produkte, denn ich habe die neue Jewel Overload Limited Edition von Catrice gekauft und ein paar Neuheiten aus der Drogerie, die ich gerne mit euch testen möchte. Ich habe etwas gefunden und bleibt unbedingt dran, damit ihr das nicht verpasst. Ich glaube, das wird für ganz, ganz viele die Lösung für viele Probleme sein. Ich habe, glaube ich, gerade einen neuen Jahresfavoriten entdeckt, den ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Bevor es aber losgeht, freue ich mich, dass dieses Video wieder in Zusammenarbeit mit Larisee entsteht. Und diesmal möchte ich ganz kurz mit euch über ein ganz, ganz tolles Feature von Larisee sprechen. Ihr kennt Larisee schon, ich habe schon mehrfach mit ihnen zusammengearbeitet und das ist ein Hersteller für Duftzwillinge und ich habe hier drei meiner Favoriten euch einmal nochmal mitgebracht, um sie euch einfach nochmal zu zeigen. Das Schöne bei Larisee ist, sie riechen eins zu eins wie das Original. Sie halten genauso lang wie das Original, sie sind nur wesentlich günstiger. Und das Coole ist, was ich euch heute zeigen möchte, ist der Live-Chat. Und zwar habe ich euch ja online schon gezeigt, dass ihr im Live-Chat einfach eine Frage stellen könnt. Und dann könnt ihr auch über euer Handy super schnell und unkompliziert per WhatsApp eine Nachricht an Larisee schreiben. Schreiben, hey, ich suche gerade Chanel Le Bleu. Und dann kriegt ihr eine Antwort mit der passenden Nummer. Und ich habe hier die 427. Traumhaft. Das Coole ist, es gibt über 200 Düfte. Ihr findet mit Sicherheit euren Lieblingsduft. Falls nicht, gibt es sogar Duftproben-Sets, die ihr euch bestellen könnt. Da habt ihr dann unzählige Düfte mit drin und könnt euch da so ein bisschen durchschnuppern. Eine große Empfehlung für die Mädels hier, und ich weiß, dass viele von euch Mädels sind, ist die 805. Das ist mein absoluter Favorit für so ein Weihnachtsvibe. Das riecht einfach nach purer Vanille. Ich setze euch alles einmal unten in die Infobox. Aber das mit dem WhatsApp-Chat ist eine coole Sache. Das erspart einfach super viel Sucherei. Aber ganz ehrlich, per WhatsApp ist das Ganze super easy. Es lohnt sich. Ich habe einen Code, den setze ich euch einmal unten in die Infobox. Das ist ein super schönes Weihnachtsgeschenk, weil es ist schlicht, es ist preislich super und die Düfte sind fantastisch. Ich benutze nur noch diese Düfte von Larisee, weil ich es nicht einsehe, 200 € für einen Duft auszugeben, den ich abends in die Waschmaschine packe. Ich glaube, ihr könnt mir da so ein bisschen folgen. Auf jeden Fall eine super coole Sache. Schaut da unbedingt vorbei. Und jetzt, Freunde, geht es los. Ihr seht, ich sehe aus wie, naja, also ich glaube, das Rosa tut meiner rosa geröteten Haut gerade nicht so viel Gutes. Aber ich möchte heute ein paar neue Produkte benutzen. Unter anderem von Catrice, die Jewel Overload Palette. Ich habe beide gekauft. Einmal die goldene und einmal die silberne. In der silberne sind, ja, rote Töne drin. Und in der goldenen sind braune Töne drin. Ich finde, First Impression, die Paletten sehen aus wie viele andere Limited Editions von Essence oder Catrice aktuell. Aber ich mag das Packaging. Sieht recht hochwertig aus. Ich dachte eigentlich, dass das wirklich Steine sind, so wie die Limited Edition von Caviar Gauche. Das ist aber nur raufgepresst. Sie waren ehrlich gesagt auch nicht so teuer, deswegen ist das völlig in Ordnung. Das sind super Paletten, um zu verreisen, vom Format her zumindest. Testen tun wir sie gleich. Und wir schminken auf jeder Seite wieder einen Look. Was aber viele von euch wahrscheinlich eher interessieren wird, sind die Pinsel. Und da gab es meiner Meinung nach drei verschiedene. Und die benutzen wir natürlich auch. Auch die sehen richtig, richtig cool aus. So ein bisschen mit Glitzersteinchen und Gold. Und ich würde vorschlagen, es geht los. Ich bin ein klitzekleines Stückchen näher gekommen, habe meine Augenbrauen sowie meine Lidschattenbase einmal aufgetragen. Ich packe einmal ganz kurz die Pinsel aus. Ich hasse das. Irgendwann breche ich mir die Finger dabei. So sehen die Pinsel einmal aus. Wir haben einen guten Blendepinsel, einen Smudger Brush und so einen Pencil Brush, die sehr gut für Inner Corner Highlights sind. Und der ist sehr, sehr spitz zu laufen. Das heißt, ihr könnt super präzise Details arbeiten. Ihr könnt damit eine Cut Crease ziehen. Mit dem ist es super,
hier am unteren Wimpernkranz auszublenden. Der ist noch ein bisschen hart, aber dadurch greift das Pigment ganz gut. Ihr seht, Lidschattenbase ist drauf. Wir schminken einen Look mit den Pinseln. Und zwar benutze ich auf der rechten Seite die Jewel Overload C01 Golden Opulence. Alter Schwede. Es ist ja Alcatraz im Lidschattengame. Okay, so sehen die Farben einmal aus. Sehr, sehr klassische Farben. Hier in der Mitte ist wieder so ein Glittershade drin. Aber diesmal wieder ganz spannend. Das ist nicht. Also, es ist schon grober Glitzer, aber recht fein. Und die Base des Glitzers ist nicht zu spüren. Das ist ganz krass. Ich gehe als erstes mit dem Pinsel, das ist. Steht keine Nummer drauf. In die Farbe Richness und setze mir die in meine Lidfalte. Okay, sie ist da. Aber ganz ehrlich, also die letzten Limited Editions dieses Jahr waren. Es gab, glaube ich, keine, wo ich gesagt habe, oh, die ist aber schrecklich. Von Catrice und Essence sowieso nicht mehr. Also die Zeiten sind vorbei, dass da Flops dabei sind, dass mal ein Produkt vielleicht nicht so gut ist oder mal eine Farbe ist Standard. Aber hier, uiuiui. Also das ist ein Blendepinsel und ihr wisst, ein Pigment mit Blendepinsel auftragen ist nicht dasselbe wie mit einem Packing Brush. Ein Packing Brush wäre etwas ein bisschen fester gebundenes. Ich blende die Farbe so ein bisschen mit Glory aus. Ich finde den Farbunterschied zwischen Glory und Splendor recht gering. Aber wenn man etwas heller ist, ist das schon gut. Also ich persönlich brauche nicht so zwei helle Farben. Eine davon reicht mir. Und damit kann ich die Farbe so ein bisschen ausblenden. Weil wir ja doch wirklich eine gute Farbauswahl haben. Also das muss ich schon sagen. Da ist Catrice und Essence auch immer ein bisschen besser als Rival de Loup beispielsweise. Die Farbauswahl von matten Tönen ist wesentlich besser als andere Farben. Weil wir haben wirklich eine ganz helle, eine mittlere, eine dunklere und eine ganz dunkle Farbe, um diese Abstufungen im Blenden zu machen. Also die Farbe hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich nehme jetzt. Ja, das ist das. Ich nehme jetzt mal hier einen von Letizia, also der ist schwarz. Ich nehme jetzt mal hier einen von Luvia und gehe in die Farbe Abundance rein. Das ist so ein bisschen dunkler und das setze ich mich hier außen schon hin. Wie in so einem V. Sehr pigmentiert. Selbst auf einer Base, die schon gesettet mit einem anderen Lidschatten ist. Sieht jetzt noch ein bisschen messy aus. Ich mache mir das hier oben wieder ein bisschen sauberer. Ich finde das im Moment ehrlich gesagt ganz schön, wenn die Farben so ein bisschen, ja. Also wenn hier so eine harte Kante ist, das liftet das Ganze so ein bisschen. Eigentlich wollte ich heute einen super natürlichen Look machen, weil die Produkte, die ich habe, sprechen so ein bisschen für Natürlichkeit. Can't relate, guess what? Aber die Haut kann ein bisschen natürlicher aussehen. Schön, wir machen ein bisschen schneller hier, weil wir haben keine Zeit, hier 3 Stunden zu verblenden. Ich nehme den Pinsel von eben wieder und gehe in die Farbe Lushness und setze mir die hier außen hin. Und die ist sehr dunkel. Also das ist die dunkelste Farbe, die ich mir hier reinsetze. Ich liebe diese Farben. Dieses braun Smoky Eye. I stan. Okay, ich ziehe mir kurz einen Cut Crease und nehme jetzt den Pinsel, diesen Packing Brush, und gehe in die Farbe Grandeur. Und das setze ich mir hier einfach rüber. Ui! Okay, sehr gold. Kann mit dem Pinsel gut die Kontur hier nachziehen. Und nehme dann. Ist noch ein hellerer Ton drin? Nee, seht ihr? Das ist der hellste Schimmerton. Okay, also gehe ich damit. Direkt hier bis nach vorne. Sehr schön. Also das ist metallisch, aber nicht zu künstlich metallisch. Wisst ihr, was ich meine? Außen gehe ich noch mal in die Farbe Magnificence oder Magnificence. Und das setze ich mir hier so ein bisschen an den Übergang. Das macht das Ganze dann so ein bisschen schöner. Nice. Okay, gefällt mir gut. Auf der anderen Seite benutzen wir die andere Palette. Und das ist hier ein bisschen rötlicher. Ich mache das Ganze mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil ganz ehrlich, ein Tutorial brauchen wir heute nicht. Gehe als erstes mit der Farbe Classiness hier unten rein. Und die setze ich mir schön weit oben hin. Okay. Good morning. Hallo. Das ist eine schöne Farbe. Oh. Hätte ich mal nur diese Palette gekauft für diese Vibes mit diesem Rosa. Okay, extrem pigmentiert. Ich gehe in die Farbe Precisity. Wow, Freunde, sorry. Es ist 6:30 Uhr. Und damit verdunkle ich das Ganze. Und hier machen wir den Look heute mal ein bisschen anders. Oder passen wir den auch an mit Cut Crease? Ja, das sieht sonst verrückt aus, ne? Schaut mal, wie schnell das geht. Ich muss hier kaum was machen. Zack, ich wechsle den Pinsel, gehe in Poshness, setze mir die hier hin zum Verdunkeln. Das ist die dunkelste Farbe. Die könnte ein Ticken dunkler sein, finde ich.
Aber sie ist auch extrem pünktlich. Also schaut mal, wie flott das hier geht gerade. Zack, drei Farben auf dem Auge. Also ich liebe die Farben hier. Das ist so schlimm, das kennen wir schon. Das kennen wir zwar auch schon, aber die Textur ist fantastisch. Nehme wieder den Packing Brush von eben und gehe mit dem, ich mache den so ein bisschen sauber, in die Farbe. Oh, die Schimmertöne gefallen mir gut. Wir haben nämlich auch so ein Grau drin. Die Farbe Glamour. Für hier außen. Dann gehe ich in Resplendence. Jungs und Mädels, wer soll denn das aussprechen? And she's here. Wow. Damit gehe ich auch gleich hier vorne nochmal so ein bisschen über das Gold. Nur ganz leicht. Crazy. Okay, I stand. Also Schimmertöne fantastisch. Matte Töne fantastisch. Ich würde gerne den Schimmer benutzen. Ich swatche ihn euch einmal kurz. Also diesen Glitter. Aber das traue ich mich noch nicht. Also das ist halt... Ich finde, egal ob deine Augen gerade gelasert wurden oder nicht, ich finde so Schimmertöne ist immer schwierig. Vorsichtig. Direkten Augenkontakt vermeiden. Das ist so ein bisschen das, was ich meine, ne? Es ist super gefährlich und, also, was heißt gefährlich? Ich würde es nicht, ich mag das nicht so gerne. Ich ziehe mir das hier hinten einmal gerade. Und jetzt, Freunde, möchte ich euch etwas zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar ist das ein Concealer mit Pflege zusammen. Ich habe das gesehen bei Mamako auf ihrem Kanal. Ich gucke die ja ganz gerne. Das ist von L'Oreal, der Perfect Match Augenpflege Concealer. Ich habe extra noch kein Color Correction gemacht, dass ihr sehen könnt, wie meine Augenringe aussehen. Dieses Ding, es ist nicht ganz günstig, aber ich habe es ausprobiert. Schaut euch das gleich an, wenn ich das verblende. Also ihr seht, ne, ich sehe aus wie mein Hintern. Das kann man hier so rausdrehen. Ich mag das nicht so gerne. Hier macht das aber Sinn, weil schaut euch das an. Ich setze mir das hin. Ich habe jetzt die Farbe 3 bis 5N Natural Beige. Ich habe den noch in der Farbe dunkler gekauft, den brauche ich aber nicht. Der war deklariert als leichte Deckkraft und ich nehme meinen Finger dafür. Und sobald ihr ihn so ein bisschen einklopft, verbindet der sich mit eurer Haut. Und das ist verrückt. Ich hatte den vorhin, als ich aufgestanden bin, das erste Mal aufgetragen, einfach um nochmal so ein Gefühl für die Textur zu kriegen. Das ist keine leichte Deckkraft. Und das Verrückte ist, ich hatte den nicht gesettet, ne? Der sah fantastisch aus. Der hat nur, also der hat nicht gecreased. Und schaut euch das bitte an, dieser Vergleich hier. Ich muss es hier noch so ein bisschen verblenden, dass der so ein bisschen besser in die Rötungen sich einarbeitet. Und jetzt hole ich euch ein Stückchen daran, weil... So, jetzt könnt ihr euch das Ganze einmal anschauen. Der ist super leuchtend, der sieht aus wie eine Pflege. Unter den Augen. Und die Augen sehen nicht aus, als hättet ihr Produkt da drauf. Also ihr seht den Unterschied sofort. Ne? Und ich bin ja Queen of Augenschatten. Deutschlandweit. Europaweit. Und das ist so weich gezeichnet, das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin nicht so ein Fan von so Hybridprodukten, die so Pflege und Concealer und, also Concealer muss für mich Deckkraft haben und nicht pflegen. Aber wenn ich einen Concealer kaufen kann, der eine Pflege mit drin hat und dabei gut abdeckt, das ist fantastisch. Der sitzt auf der Haut wie der Concealer von Rival de Loop, dieser Hyaluron-Concealer oder wie der heißt. Der sieht aber natürlicher unter den Augen aus, selbst wenn ich ihn nicht zette. Wenn ich jetzt noch so ein bisschen hier sauber machen würde, so die Unebenheiten, das geht damit natürlich auch, würde ich aber nicht machen, weil es ist fast eigentlich Verschwendung. Ihr seht fantastisch frisch aus. Ich würde jetzt mal die andere Seite gleich noch mitmachen. Man braucht nicht viel, so ein, zwei Mal drehen, dann kommt auch schon genug Produkt raus, weil der eine Deckkraft hat. Das ist so verrückt. Also, das hätte ich nicht gedacht. Ich hasse sowas. So, leichte Deckkraft. Was glaubst du, wie alt ich bin? 4? So, zack, frisch. Und das reicht. Also, ich blende mir das jetzt hier noch so ein bisschen aus und dann zoome ich euch mal ein Stückchen raus, weil das ist ja schon sehr persönlich. So, auf die Entfernung könnt ihr das Ganze auch nochmal sehen. Also ich habe mir das jetzt ganz bewusst unter die Foundation gegeben, einfach, dass ihr mal diesen Effekt sehen könnt. Ich gehe jetzt einfach mit meiner liebsten Foundation ever 2020 rüber. Das ist die Rival de Loop Make-up, Hyaluron-Make-up-Geschichte. Nur ganz leicht. Oh nein, ich habe mir auf die Hose getropft.
Und das blende ich mir so ein bisschen ein. Das wird ein sehr, sehr softer Foundation-Look. Also das war das, was ich meinte vorhin mit, ne? Wenn ich ein natürlicheres Augen-Make-up geschminkt hätte, könnte man denken, er ist wirklich viel, so von der Haut her. Aber die Foundation, es ist so krass, weil ich habe jetzt in den letzten Wochen, seitdem ich das Video gemacht habe, so viele Nachrichten bekommen und auch so viele Videos von YouTubern gesehen, die gesagt haben, sie haben sich das aufgrund meiner Empfehlung gekauft und sind super, super happy damit. Und das sieht ja auch schön aus, ne? Also der Augenlook ist natürlich viel zu krass für das, was ich jetzt hier mit meiner Base vorhatte. Geh jetzt noch mit ganz bisschen Concealer mehr rüber. Und dadurch, dass ich die Pflege drunter habe, kann ich auch einen etwas trockeneren Concealer benutzen und viel, 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 viel weniger. Also das ist ein Produkt, genauso wie, habt ihr das schon gesehen? Nee, das seht ihr Montag. Ich will noch nicht spoilern. Das ist ein Produkt, was eigentlich für was anderes gedacht war, aber ich habe das so ein bisschen umfunktioniert und dadurch sieht das Make-up so viel besser aus. Schaltet unbedingt Montag ein, wenn alles klappt. Eins der Produkte 2020, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Ich möchte nämlich einen Blush benutzen. Der wurde mir zugeschickt. Das ist von Maybelline, der Cheek Heat Sheer Gel Creme Blush. Es kommt in so einer Quetschdose, finde ich ganz gut, wenn man das dann wahrscheinlich gut dosieren kann. Ich habe das jetzt in der Farbe 15 Nude Burn. Und davon gebe ich mir so ein klitzekleines bisschen. Ich weiß nicht, wie viel man davon braucht. Steht was drauf? Apply with fingers, crease 1 bis 2 Dots onto finger and blend smoothly into skin. Okay. Okay, das ist ein Dot. Ich arbeite ja nicht so gerne mit meinen Fingern im Gesicht. Ich nehme noch mal ein bisschen mehr, aber ihr seht sofort Farbe. Sehr zart, sehr wässrig von der Textur her. Aber schön. Also lässt sich gut verteilen mit dem Finger. Ihr seht wieder einen Vergleich. Rosy. Probiere das jetzt noch mal mit dem Schwamm. Ich nehme dazu meinen Schwamm und blende das so ein bisschen ein. Also man braucht wirklich ganz, ganz bisschen, weil der so zart ist, aber so frisch aussieht. Ja, Base 2020, definitiv glowy. Als Gloss benutze ich von Trended Up den Pure Nude Lip Gloss. Der ist auch recht neu. In der Farbe 030. Wow. Das ist Drogerie, Freunde. Also der Lidschatten, fantastisch. Ich liebe die Lip-Kombi. Ich weiß, manche mögen das nicht, wenn ich so extreme Lippen habe. Ich finde, es passt. Also, mir gefällt die rosa an der Seite fast ein bisschen mehr als die braune, weil braun kennen wir schon, qualitativ aber umwerfend. Ich glaube, der Favorit dieses Videos war aber einfach dieser Concealer, weil ihr habt gesehen, der sieht auf der Haut einfach aus wie Haut. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Gibt es in der Drogerie, glaube ich, in 3 oder 4 Farben und online gibt es da auch noch ein paar. Nehmt den lieber ein Stückchen heller. Ich habe ihn jetzt hier noch in einer wesentlich dunkleren Farbe gekauft. Den lasse ich zu, weil. Den brauche ich nicht. Super, super schön, super natürlich. Die Base sehr creamy, sehr weich alles. Wenn ich jetzt noch so ein bisschen setten würde, mega, mega schön. Schaut unbedingt nochmal bei La Rosé vorbei. Ich setze euch den Link unten in die Infobox. Benutzt gerne den WhatsApp-Chat, damit wird euch sicherlich geholfen. Ihr findet auf jeden Fall euren neuen Lieblingsduft und jetzt so ein bisschen Vanille. Passt ganz gut. Freunde, ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.